to infinity. Das ist der Wahlspruch eines der ersten Charaktere, die jemals die 3D-Grafikcomputer bei Pixar hervorgebracht haben und stammen von Buzz Lightyear, einem Spielzeugcharakter einer fiktiven Spielzeug-Actionfigur. Wer den Film Toy Story kennt, wird auch wissen, dass Buzz zu Beginn des Films rund um den Cowboy Woody, dem Dino Rex und vielen anderen Spielsachen gar nicht bewusst ist, dass er nicht echt, sondern nur ein Spielzeug ist. Buzz verhält sich bis zu dem Augenblick, wo er erkennen muss, dass er gar nicht fliegen kann und sein Laser nur ein rotes Lämpchen ist, wie ein echter Astronaut auf einer gefährlichen Mission. Buzz arbeitet für Star Command und spricht in ein Gerät an seinem Arm immer wieder über die Lage auf dem fremden Planeten. Soweit so gut. Pixar hat die Realität innerhalb ihrer Filme schon mehrmals auf den Kopf gestellt. So wurden das Auftauchen von Easter Eggs wie den Pixar-Ball, den Pizza-Planet-Truck sowie Anspielungen auf andere Pixar-Filme schon zur Tradition. Doch diese Easter Eggs waren, jedenfalls meiner Meinung nach, nie als Anspielungen auf mögliche Crossovers, sondern vielmehr als Insider-Gags gedacht. Die zugemühlte Welt aus dem Film Wall-E beispielsweise könnte man als Zukunft jener Welt betrachten, in der Toy Story zum Beispiel spielt. Sieht man unter all dem Müll und Schrott verrostete Relikte aus der Vergangenheit, sowie ein schrottreifer Pixar Planet Truck beispielsweise. Auf der anderen Seite waren zum Beispiel in Toy Story das große Krabbeln oder der Monster AG nie auch nur Spuren der ominösen Firma B&L, By and Large, zu sehen, die in Wall-E regelrecht die gesamte Erde beherrschte und mit ihrer Technologie und ihrem Konzern jeden Winkel der Erde dominierte. Kommen wir aber nun zurück zu Lightyear. Denn Pixar schießt mit diesem Film, der 2022 in die Kinos kommen soll, regelrecht den Vogel ab. Die Spielzeugfigur und Actionfigur Buzz Lightyear wird in diesem Film als echter Mensch zu sehen sein, mit seiner eigenen Geschichte. Der Trailer hat mich ziemlich beeindruckt. Es gibt feinste Science-Fiction. Die Figuren und die Locations wirken wie in einem sehr detaillierten Computerspiel. Buzz erinnert mich mehr an Mr. Incredible von seinem Aussehen her als an die Plastikfigur aus Toy Story, jedenfalls zu Beginn des Trailers. Denn mehr und mehr nehme ich dem echten Buzz ab, dass er echt ist. Mimik, Emotionen, Gestik und letztendlich das Outfit sprechen für einen realistischen Buzz Lightyear. Natürlich habe ich mich, wie viele Pixar- und Science-Fiction-Fans bestimmt auch, gefragt, was macht der echte Buzz eigentlich? Wie nah kommt er der Figur aus Toy Story? Und vor allem, wird es eine Verbindung zu Toy Story überhaupt geben? Ist der Film gar ein Prequel? Erste Theorie: Buzz als Volksheld. Buzz Lightyear lebte in einer Welt, in der auch Toy Story spielt. Da er als Astronaut Bahnbrechendes geschafft hat, wie zum Beispiel als erster Mensch mit Lichtgeschwindigkeit zu reisen oder die Erde vor einer Bedrohung zu retten, wurde er zum Helden, zur Kultfigur und schließlich wurde ihm eine Actionfigur gewidmet. In den Toy Story Filmen erfährt man nämlich nie wirklich viel über die Welt, in der sie spielt. Keine Nachrichten, kaum Hinweise auf die Epoche, in der Toy Story spielt. Allerdings gibt es im Trailer zu Lightyear prägnante Hinweise, dass diese Theorie eher unwahrscheinlich ist. Lightyear scheint in einer futuristischen Zeit zu spielen. Das riesige kugelförmige Gebäude zu Beginn des Trailers sticht sowohl in der Stadtsequenz, wo Buzz ins All fliegt, wie auch auf der Zeichnung auf der Tafel, zu der wir noch kommen werden, stark heraus. Diese Kugelkonstruktion scheint eine wirklich besondere Bedeutung in dem Film zu haben. Zweite Theorie: das Paralleluniversum. Laut der Viele-Welten-Theorie soll es unendlich viele Welten geben. Jede Entscheidung, die wir treffen, beeinflusst und unterbrochen das Aussehen unserer Realität. Aber laut dieser Theorie werden alle anderen Entscheidungen, die wir nicht getroffen haben, auch real, nur eben nicht in unserem Universum. So gesehen könnte es Welten geben, in der die Dinosaurier nicht ausgestorben, Hitler den Krieg gewonnen oder die Menschen nie existiert haben. Spinnt man diesen Gedanken weiter und übertreibt noch mehr, dann gibt es vielleicht auch Welten, in der jeder von uns eine fiktive Figur in einer Geschichte sein könnte.
Die Welt von Toy Story könnte somit eine Welt sein, in der der Astronaut Buzz Lightyear rein fiktiv, aber in Lightyear, einem anderen Universum, eine reale Person ist, die reale Abenteuer erlebt, die in unserer Welt nur Fiktion sind. In meiner Reaction auf den Trailer habe ich diese Multiversumstheorie der Pixar-Filme bereits etwas angerissen. So taucht das Cousteau, also das Restaurant aus Ratatouille, in Cars 2 auf. Nur ist da der Koch Cousteau ein Auto. Jetzt stellt sich hier die Frage, laufen dann Lightning McQueen und Hook in der Welt von Ratatouille als Menschen herum? Gibt es einen Luca oder Alberto, die als Autos in der Cars-Welt herumflitzen? Das wäre eine sehr spannende, aber auch sehr lustige Vorstellung. Dritte Theorie, die Verschränkung der Realität. Gut, jetzt kommt eine wirklich gewagte Theorie. Die erste und die zweite Theorie treffen beide zu. Wir wissen bis jetzt nichts über die Handlung von Lightyear. Der Trailer lässt sehr viele Fragen offen und gibt lediglich Hinweise auf eine mögliche Mission in den Weltraum, auf die ich im zweiten Teil noch genauer eingehen werde. Es klingt verrückt, aber was, wenn diese Mission in den Weltraum, wir sprechen hier immerhin von Science Fiction, irgendetwas mit Buzz Lightyear bewirkt, dass er tatsächlich als Spielzeug in der Toy Story landet? Wir dürfen nicht vergessen, dass der Toy Story Buzz die ganze Zeit, am Anfang jedenfalls, überzeugt war, für Star Command auf einer Mission unterwegs zu sein. Wieso dachte der Toy Story Buzz dies eigentlich, wenn er doch nur ein Spielzeug war? Die anderen Spielzeuge, wie zum Beispiel Woody oder Rex, waren sich ja auch bewusst, dass sie Spielzeuge sind. Und zwar von Anfang an. Außerdem wurde in Toy Story 2 gezeigt, dass Buzz Lightyear in Massen hergestellt wurde. Haben dann alle Versionen zu Beginn tatsächlich gedacht, sie sind auf einer echten Mission? Wird der echte Buzz Lightyear aus dem Film Lightyear durch eine seltsame Energiequelle, Dimensionsportal oder was auch immer als Spielzeug in die Toy Story katapultiert? Und wenn ja, gibt es dann auch wieder einen Weg zurück? Ist Lightyear ein Prequel zu Toy Story? Uns wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als abzuwarten und den Film zu schauen. Es wird noch einen zweiten Teil geben zur Lightyear-Theorie, also zu dem Film Lightyear und der Multiversumstheorie aus Pixar, wo ich auf ein paar Hinweise in dem Film eingehe, wo ich Parallelen zu einem Star Trek-Film entdeckt habe. Bis dann, bleibt neugierig und abonnieren nicht vergessen. Tschüss!